diese Ziele oder ob man die Ziele ändert, die stellt sich ja jetzt. Also wir können ja, ja so diskutieren wie in den letzten 2 Jahren, aber jetzt stellt sie sich nochmal deutlicher. Also, und deswegen stelle ich sie Ihnen auch. Ja, Frau Maischberger, in der Headline für die Sendung steht ja auch der Ukraine-Krieg. Mhm. Und bei aller Wertschätzung, aber das ist der russische Krieg gegen die Ukraine. Ja, das und ist die Ukraine verteidigt ihr Territorium. Darum geht es. Okay. Die Ukraine greift auch nicht Russland an und versucht, russisches Territorium zu erobern, sondern es geht darum, ich verstehe, dass... Aber die Frage ist, wie erreicht man denn das und sind die Ziele realistisch, die sie hat? Doch. Also die Ziele sind realistisch, wenn die Ukraine genügend ausgerüstet ist. Und das haben wir gesehen, das wissen wir. Wir können das sehr, sehr gut sehen. Vorhin haben viele gesagt, es ist ja wirklich ehrenwert, dass die Ukraine es immer noch schafft, das zu halten. Ich kenne viele, die vor 2 Jahren gesagt haben oder vor etwas mehr als 2 Jahren gesagt haben, das dauert ein paar Wochen und dann ist das sowieso alles vorbei. Die Ukraine hat es geschafft. Sie hat es geschafft, weil die allermeisten Menschen in diesem Land sagen, das ist unsere Existenz. Ich will vielleicht ein Beispiel nennen. Ja. Ich habe eine Frau gefragt, was wäre eigentlich... Würde Sie gerne beide zu kürzeren Antworten, einfach deshalb, weil ja, wir im Dialog... Aber auch ganz kurz, was wäre eigentlich das Schlimmste für dich? Ja. In der Nähe von Kiew. Und diese Frau, weil es waren lauter Bombenangriffe, so wie heute auch wieder den ganzen Tag, und es waren Bombenangriffe in der Nacht. Und ich dachte, sie sagt, ich habe Angst, dass mein Haus getroffen wird. Was sie gesagt hat, ist: Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Putin über uns herrscht. Weil dann ist unser Leben, ist unsere Freiheit zu Ende. Und ja, genau darum geht es ja auch nicht hinauslaufen, dass Putin die Ukraine regiert. Das ist doch völlig klar. Aber wir müssen doch irgendwann mal eine Situation erreichen, wo die Waffen schweigen. Und was ich und hier wäre es gut, wenn man die russische Position nennt, die ja öffentlich bekannt ist. Anerkennung der territorialen Realitäten, Neutralität, Entnazifizierung, Entmilitarisierung. Also hier wäre es gut, wenn man sagt, das ist die russische Position. Wenn Sie was anderes behaupten, dann verbreiten Sie Propaganda. Was ich jetzt seit 2 Jahren höre, ist, wir müssen immer mehr Waffen liefern, dann gewinnt die Ukraine diesen Krieg oder dann ist sie zumindest in einer besseren Position. In Wahrheit ist das Gegenteil rausgekommen. Ich verurteile diesen Krieg. Ich finde diesen Krieg verbrecherisch, so wie ich jeden Krieg verbrecherisch finde. Ich wünschte mir, man müsste sich sozusagen einmal mit Putin unterhalten und der Krieg wäre zu Ende. Nein, so wird es nicht sein. Aber man muss doch ein Mindestmaß an Realismus an den Tag legen, wenn man diesen Krieg beenden will. Das heißt, wenn man völlig, weil immer gesagt wird, Putin will nicht verhandeln. Also in der englischsprachigen Presse wurde immer wieder berichtet, auch im letzten Herbst zum Beispiel, dass Russland angekündigt hätte, verhandeln zu wollen. Auch wenn man das wird auch in der deutschen Presse verkündet, aber, ja, immer aber mit dem Konnex. Wird da immer wieder in Frage gestellt. Aber zu unseren Bedingungen. Ich weiß es nicht. Muss man aber wenn ich schaut doch einfach die offiziellen Meldungen der russischen Botschaft in Deutschland an. Die sind auch schön auf Deutsch. Da braucht man sich auch nichts übersetzen lassen. Also beispielsweise, oder schaut euch die Worte an. Putin hat gesagt, er ist bereit zu verhandeln. Also nur die russischen Forderungen sind halt völlig klar. Schaut euch das an, was der ukrainische Chef unter anderem damit Achamir gesagt hat. Er hat ganz, oder Achamir, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist ja auch egal. Er hat gesagt, Russland wollte, also hat 2022 Russlands einzige relevante Forderung war Neutralität. Also alles andere, Entnazifizierung, Demilitarisierung, ja, haben wir zwar auch drüber geredet, aber das war nicht so wichtig. Russlands relevante Forderung war Neutralität. Gegen eine Neutralität ist dieser Krieg zu Ende. Und es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, dass sich an dieser russischen Position irgendwas geändert hätte. Russland will keinen antirussischen westlichen Vorposten vor der eigenen Haustür. Also das will, also Russland will, dass die Ukraine militärisch neutral ist. Und jetzt will es auch noch diese 4 Oblasten da im Osten annektieren. Das hat Russland gemacht, weil die Ukraine eben nicht zur Verhandlung bereit war, als die ukrainische Position noch besser war. Es könnte auch sein, dass die russischen Forderungen noch weiter verschärfen werden. Aber die aktuellen russischen Forderungen laufen nicht auf eine Liquidierung der Ukraine oder eine Vasallenschaft der Ukraine gegenüber Russland hinaus, sondern auf eine Neutralität. Russland will einen neutralen ukrainischen Pufferstaat schaffen. Mehr nicht. Ich sage, man könnte doch jemand, der einen Gesprächskanal hat, hinschicken, um das auszuloten. Da wird gesagt, Gottes Willen, dann ist man doch der Pressesprecher Putin. Wir können diesen Krieg, und ich finde, das müssen wir doch einfach langsam zur Kenntnis nehmen. Dieser Krieg wird militärisch nicht beendet werden. Wenn ich höre, dass Herr Klingbeil sagt, wir müssen der Ukraine die Sicherheit geben, dass wir noch 10 Jahre mindestens Waffen liefern, also dann sage ich, was ist denn das für ein Wahnsinn? Wie lange soll das Sterben noch weitergehen? Wir müssen doch alles dafür tun,
tun, dass dieser Krieg endet. Und es gibt Möglichkeiten, ihn zu beenden. Das ist auch immer wieder auch deutlich geworden, weil es geht darum, dass Russland bestimmte Interessen hat, die Ukraine hat bestimmte Interessen und wir müssen gucken, wie wir einen gemeinsamen Nenner finden. Und ein gemeinsames Gespräch. Und das kann nur ein Kompromiss sein. Wollen Sie das? 10 Jahre militärische Unterstützung, ist es das, was Ihre Alternative ist? Dass man sagen kann, Russland hat Interessen und die Ukraine hat Interessen und dann hat man sie irgendwie auf einer Ebene. Nein. Doch. Und nicht die Ukraine, der Westen. Der kollektive Westen hat Interessen. Der Westen ist der Machtblock. Also die Entscheidungen, was in der Ukraine passiert, die werden nicht in Kiew getroffen, die werden in Washington getroffen. Also Putin hat ja auch schon gesagt, wenn es um die Beendigung des Ukraine-Krieges geht, dann verhandelt er nicht mehr mit der Ukraine, er verhandelt erst recht nicht mehr mit den Europäern, er verhandelt mit Washington. Also das ist völlig, ja, selbstverständlich. Also Putin ist das nämlich auch klar, dass im Westen die Entscheidungen nicht in irgendwelchen europäischen Staaten getroffen werden, sondern letztlich immer in den USA. Und ja, das ist also für uns Europäer eine ziemlich vertrackte Situation, aus der man rauskommen muss durch europäische Friedensinitiativen, durch eine Aufkündigung der bedingungslosen Solidarität gegenüber der amerikanischen Haltung. Russland greift die Ukraine an und Russland versucht, die Ukraine zu vernichten. Die Frage war Russland. Lustig, dass das beim Iran und Israel nicht so emotional argumentiert wurde, sondern man da versucht hat, auf absurde Art und Weise die Tatsachen zu verdrehen und versucht hat, das israelische Vorgehen moralisch zu rechtfertigen vorhin. Also da hat ja auch Israel zuerst den Iran angegriffen, dann hat der Iran geantwortet und da wurde nicht gesagt, ganz emotional, Israel greift den Iran an und bla 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 bla, Israel hat so viele Menschen ermordet, bla bla bla, sondern da wurde uns doch irgendwie erklärt, ja, Israel hat da zwar die Botschaft angegriffen, aber das war eine Vorverteidigung und so ein Schwachsinn, was uns vorhin erzählt wurde. Also hier merkt ihr, die Propaganda ist auch überhaupt nicht konsistent. Beim Ukraine-Krieg dieses hochmoralische Brimborium, man darf keine anderen Staaten angreifen, Völkerrecht. Es ist doch moralisch falsch, jemanden anzugreifen. Der Angreifer hat keine Forderungen zu stellen. Beim Iran ist das komischerweise nicht so. Wenn der Iran angegriffen wird, dann hat er das irgendwie zu akzeptieren. Denn der Iran, der ist der Böse, der hat keine Forderungen zu stellen. Also es ist sehr interessant, wenn man hier die Konflikte miteinander vergleicht. Sorgt dafür, dass Frauen vergewaltigt werden und dass Kinder entführt werden. Weil, dieser nicht Krieg die einen und die anderen furchtbar haben ist und weil dieser Krieg tobt. Aber es gibt doch einen Grund für diesen Krieg. Also ich habe, weil mir immer wieder erzählt ich möchte auf der anderen Seite ein paar Zitate vorlesen, weil mir die wichtig sind. Ja. Also hat der ukrainische Verhandlungsführer bei den Verhandlungen in Istanbul. Nein, Entschuldigung, jetzt muss ich unterbrechen. Nein, Istanbul, wir kommen jetzt nicht nochmal mit Istanbul in den Jahren. Wir kommen jetzt nicht nochmal mit einem klaren Beleg dafür, dass Russland offensichtlich doch zufrieden bereit war. Das würde ja unser ganzes Narrativ zum Einsturz bringen. Also sagen, was der ukrainische Verhandlungsführer jetzt gesagt hat. Jetzt hat er das gesagt. Er hat gesagt, die Russen waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir der Neutralität zugestimmt und uns verpflichtet hätten, der NATO nicht beizutreten. Das hat der ukrainische Verhandlungsführer jetzt gesagt über die Verhandlungen in Istanbul. Ja. Wenn das stimmt, sollte man doch an das damalige Verhandlungsergebnis anknüpfen und versuchen, jetzt einen Friedensschluss auf einer solchen Grundlage daran sieht man doch nur, denn es geht darum, dass man. Darf ich das einfach weitergeben, damit sie antworten kann? NATO heißt eben, und ich kann Frau Wagenknecht nur so agieren, dass sie ganz alleine spricht. Das ist aber nicht so. Da können Sie was machen. Der Punkt ist ja da. Nehmen Sie den Ball bitte einmal auf. Also einmal nochmal zurück zu den Verhandlungen, die es ja gab in Istanbul. Übrigens, Faktencheck kann man. Es gibt eine fantastische Deutschlandfunksendung zu den Fragen, wer wann was genau gesagt hat in diesen Verhandlungen. Ja, aber dieses Zitat habe ich mir extra mitgebracht. Absolut. Ja, dann müssen Sie es auch vorlesen, damit Sarah Wagenknecht. Nein, also, aber machen Sie die Frage wieder, das verleugnet ist ja, die Vergangenheit ist das eine, der Punkt ist der. Zurück zu den Istanbul. Die Vergangenheit, die ganz klar beweist, dass unser ganzes Narrativ mit Russland eigentlich bereit zu verhandeln falsch ist. Die ist das eine, aber jetzt lass uns mal nicht über irgendwas reden, was unser Narrativ kurz bringt. Also es ist wirklich lächerlich. Istanbuler Gesprächen, die es gegeben hat, ist das eine Option? Also ich bin ja immer dafür, jede Option zu prüfen. Ja, dagegen ist nichts zu sagen. Und die Ukraine hat ja in diesen ganzen 10 Jahren Bereitschaft zu sehr, sehr vielen Zugeständnissen gemacht. Unter anderem auch diese Frage der Neutralität. Das wird jetzt nicht mehr gehen. Das wird nicht mehr gehen, weil die Ukraine erstens Teil Europas ist.
Und weil sie sich entschieden hat und weil Europa sich entschieden hat, die Ukraine wird Teil Europas. Und deswegen haben wir auch eine Schutzverpflichtung. EU, nicht Europas, der EU. Fordert übrigens auch die AfD, dass die Ukraine eine privilegierte EU-Partnerschaft erhalten soll. Das ist, also wollte ich an der Stelle nur mal erwähnen, die AfD, die hätte hier eine grundsätzlich kritische Haltung und die wäre dafür, dass die Ukraine neutral wird. Sowieso national, das ja. Noch einmal für die Geschichte. Aber das ist natürlich, 8 aber Millionen. Dann heißt es, es gibt überhaupt gar keinen Weg zu einem Friedensgespräch, wenn man das ausschließt und sagt, nein, das ist ja heute dafür, anders. Ich bin nicht dafür, was auszuschließen. Ich sage nur, die Realität ist heute eine andere und über die müssen wir sprechen. Wir müssen darüber sprechen, dass wir eine deutsche Verantwortung haben. Es sind 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer gestorben im Zweiten Weltkrieg. Es wird immer so getan, als wären das russische Opfer. Nein, 8 Millionen ukrainische Opfer. Die Ukraine ist ein ethnisch, zumindest zu weiten Teilen, russischer Staat. Oder gewesen. Viele ethnisch-russische Gebiete, die wurden ja jetzt von Russland erobert. Aber ja, das ist nun mal so, dass die Ukraine halt zu einem großen Teil eine russische Bevölkerung hat. Also die Ukraine ist halt, ja. Und wir müssen die Ukraine militärisch so ausrichten, dass nicht mehr die Energieversorgung bombardiert wird, nicht mehr zivile Häuser bombardiert werden und alles das. Und dann kann die Ukraine, dann kann die Ukraine auf Augenhöhe verhandeln. Dieser Frieden muss auf Augenhöhe verhandelt werden können. Ich würde vorschlagen, damit das auf Augenhöhe verhandelt werden kann, schicken wir Katrin Göring-Eckardt, Sandra Maischberger und die anderen transatlantischen Propagandisten, die diesen Krieg noch, ihr habt es gerade gehört, 10 Jahre fortsetzen wollen, an die Front. Also dann können sie ja für unsere Freiheit und unsere Demokratie kämpfen. Ich meine, das wird ihnen doch, wie gesagt, Freiheit und Demokratie wert sein, dass sie dafür auch ihr eigenes Leben einsetzen. Ich vermute, wenn wir das machen würden, dann wäre der Krieg wirklich morgen vorbei. Kann auch gelingen, da bin ich sicher, wenn wir die Ukraine stärken und unterstützen, so wie sie es braucht. Das haben wir doch jetzt die ganze Zeit gemacht. Wir haben genau die ganze Zeit. Das haben wir nicht gemacht. Das Gegenteil ist der Fall. Vielen Dank, dass Sie heute diese sehr unterschiedlichen Standpunkte ausgetauscht haben. Und ja, darüber. Es ging nicht mehr um den neuesten Konflikt mit dem Iran. Das finde ich echt schade.